Ja, servus, liebe Shisha-Freunde, B2B und Olli sind wieder da. Ein neues Review steht mal wieder an und ja, wir legen natürlich gleich los. Wie ihr sehen könnt, wir rauchen heute mit der La Copa von Kaya die Glas-Shisha und haben heute Schläuche vorzustellen. Und zwar neue Schläuche aus dem Hause Kaya. Die nennen sich Rocket, also Rakete. Und ich zeige sie euch mal aus der Nähe. Rakete, weil es ja so eine leichte Form hat wie eine Rakete, könnte man aber auch anders sehen, diese Form. Manche sagen, es sieht aus wie Ja, wisst ihr, braucht man nicht paar sagen. Genitalien oder so. Genitalien. So, Genau, gehen Italien. da haben wir das Kaya-Logo da unten. Ja, und der Schlauch ist durchsichtig. Hat hinten dran einen Edelstahlanschluss und ist von der Länge ungefähr 1,80. Von der Qualität überzeugt er jetzt nicht hundertprozentig. Er hat hier dran eine Klebereste und er hat eine Edelstahlspirale drin. Das heißt, er ist aber normalerweise auswaschbar. Wir haben das auch getestet und beim Auswaschen ist uns leider der Schlauch gleich, er hat gleich Inkontinenz aufgewiesen. Also, ich sag's mal so: Ihr könnt den Schlauch im Garten verlegen und dann praktisch ihn ans Wasser anschließen, weil im Prinzip an jeder Ecke vom Schlauch leichte Tropfen rauskommen. Ja, also er ist nicht hundertprozentig dicht, komischerweise. Überall kommt ein bisschen Wasser raus, also spritzt nicht direkt raus, großartig, sondern überall ganz kleine Nur Tropfen bilden Wassertropfen, sich, genau. genau. Also, er spritzt nicht Also er ist raus. nicht hundertprozentig dicht, der Schlauch. Ja, jetzt gucken wir mal, wie der Schlauch sonst so ist. Hier gibt es wieder in verschiedenen Farben. Ich schau gerade mal, was wir alles haben. Rot, schwarz, lila, grün, blau. Alle natürlich so leicht durchsichtig. Genau. Vom Durchzugunterschied könnte man eigentlich mal nur ein Interlude oder sowas mit anschließen. Das muss einfach mal testen, ob der Durchzug besser oder schlechter ist oder annähernd gleich. Also annähernd gleich schließe ich schon mal aus. Da bin ich jetzt ja ehrlich. Wir haben ja gerade die Kopa dran, also ja, ich hätte Durchzug eigentlich schon gewaltig. Ja, nimm mal irgendeinen Kajaschlauch. Irgendein Kajaschlauch, wenn wir schon an der Kajapfeife pfeifen. Genau, nimmst irgendwie da einmal. Also ich kenne ja den Durchzug mittlerweile, aber ich sag, ich kenne den Durchzug. Also ich sag, das ist gewaltiger Unterschied gerade. Also der Unterschied, nicht gewaltig, aber wahrscheinlich Prozent. Ich kann es doch nicht ausrechnen, 30% locker, oder? Ja. Ja, ich würde sagen, 20-30% hat Einbuße der neue Schlauch hier. Ja. Das liegt auch daran, dass er halt mit hundertprozentig dicht ist. Da geht natürlich auch ein bisschen was verloren. Vom Durchmesser haben wir 8 mm. 8 mm haben wir da. Und vom Aussehen her ist es halt mal was anderes. Ja, er sieht halt mal außergewöhnlich aus. Das ist halt nur für die Leute, die wirklich mal was haben wollen, was kein anderer hat. Ne? Genau, zum Beispiel. Er ist natürlich auch sehr stabil, das heißt, da geht nichts kaputt, kein Glas. Was auch sehr gut ist, gerade mittlerweile. Also, der Schlauch finde ich jetzt perfekt bei der Copa. Aber, wisst ihr warum? Nicht wegen dem Durchzug, der Durchzug könnte natürlich besser sein. Aber dadurch, dass die Anschlussstopfen so fett sind und man jetzt schon diese Kopfgummis braucht, geht der Schlauchanschluss nicht so weit in die Kugel rein und der ist auch dann fest an der Copa. Ja, der hebt Der recht fällt nicht gut. gleich raus. Das stimmt, Das ist ja. halt jetzt gut bei der Glaspfeife. Weiterempfehlung gibt es nur bedingterweise. Abzüge gibt es bei der Verarbeitung. Wie Was? gesagt, wegen den Kleberesten und den Verarbeitungsfehlern, wenn wir hier unten dran an der Unterseite zum Beispiel, Sieht, wie er gegossen wurde. ja, genau, sieht man, wie er gegossen wurde. Oder Klebereste, wie schon gesagt. Oder eben dann auch, dass eben Wasser austritt aus dem Schlauch. Und deswegen nur bedingte Weiterempfehlung. Vom Preis her ist er echt günstig, 10 € für den Schlauch. Also für einen auswaschbaren Schlauch ist es wirklich gut, da kann man nichts sagen. Wo ich halt sage, der Schlauch passt gut dazu, gerade wegen dem Durchmesser. Bei einer PN-Serie zum Beispiel bei der Pfeife oder gerade bei der, wie heißt sie denn?
die was neu getestet haben. Die PNG? Ja, genau, die PNG, genau. Jo, genau. Aber natürlich an der NPS oder jetzt gerade an so einer EG-Glas natürlich voll fail. Ja. Weil der Durchzug einfach gemindert wird. Richtig. Das ist auf jeden Fall dann nix. Wenn man einen gleichen Durchzug haben möchte wie bei einer PN, dann schraubt man den hier dran hin und dann hat man ungefähr den gleichen Durchzug wie bei der PN ungefähr. Also der Durchzug ist auf jeden Fall schlechter. Das liegt daran, weil er eben undicht ist und weil er auch nur 8 mm Durchmesser hat. Und ja, dann hätten wir es für heute wieder eigentlich. Ich sage natürlich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Man sieht sich beim nächsten Review wieder. Danke an den Herrn Kaihan, dass er uns die Schläuche zur Verfügung gestellt hat. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und schönen Tag, schönen Abend. Servus, goodbye.